Einige der sternenklaren Nächte im Vorfrühling sind so frostig, dass Fledermäuse, die zu früh in ein Sommerversteck umgezogen sind, aufwachen. Um nicht zu erfrieren, müssen sie sich ein wärmeres Quartier suchen. Ein großes Risiko, denn zum Fliegen müssen die kleinen Säuger ihren Körper stark aufheizen. Das zehrt an den Fettreserven. Und die sind um diese Zeit fast aufgebraucht. Erst ab Juni bieten Disteln auf Wiesen und Waldrändern ihren Nektar an. Sie locken Wanderfalter wie das Taubenschwänzchen. Es ist einer der wenigen tagaktiven Schwärmer. Warme Sommer haben den Langstreckenfliegern unter den Insekten den Weg über die Alpen nach Deutschland ermöglicht. Dieser Sommer ist besonders heiß und trocken. Über Wochen hinweg fällt kein Tropfen Regen. Jeden Tag brennt die Sonne auf den Wald. Wie eine dunkle Wand steht die Ufervegetation in der Dämmerung über dem Teich. Sie leitet die Wasserfledermaus zu ihren Jagdgründen. Über der Oberfläche sucht sie nach Beute. Wasserbewohner oder verunglückte Insekten. Geschickt keschert sie das treibende Insekt mit den großen Füßen und der Schwanzflughaut. Es ist ein Wettlauf mit den Jägern unter Wasser. Wer zuerst kommt, frisst zuerst. Nicht immer gelingt der erste Versuch. Erst beim zweiten Anlauf landet der Falter auch im Magen. Kleine Fische sollten nicht zu dicht an die Oberfläche kommen, solange dort die Fledermaus jagt. Gut 10 Gramm, also etwa ein Drittel ihres Körpergewichts, muss die Fledermaus jede Nacht fressen. Ein kleiner Fisch ist da schon ein lohnender Happen. Jeder Tropfen bringt ein kleines Stück Leben zurück. Stillt den Durst der Natur. Spessart und Steigerwald saugen jeden Tropfen auf. Der Geruch von nasser Erde breitet sich im Wald aus, bevor er wieder aus der Luft gewaschen wird. Ein anderer Jäger hat in dieser Nacht mehr Erfolg.
Das Mausohr hat den Laufkäfer durch seine Bewegungen geortet und zugeschlagen.